kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, bleiben aber europäisch. Allerdings geht es jetzt um den Haushalt der Europäischen Union. Die AfD hat dazu einen Antrag vorgelegt. Wir hören Birgit Malzack-Winkemann. Und Rechtsgrundlagen zu werfen. Denn dann kommt oft die wundersame Erkenntnis, dass die gelebte Praxis nur wenig mit geltendem Recht zu tun hat. Die EU ist hier leider keine Ausnahme. Wenn man sich Artikel 5 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU anschaut, steht dort, ich zitiere, für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Meine Damen und Herren, was heißt das? Das heißt, so wird weiter ausgeführt, dass die EU nur tätig wird, sofern und soweit die Ziele von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Also nur und nur dann. Was heißt das aber konkret? Beispielsweise bei der Sozialpolitik. Warum greift die EU hier ein? Was genau kann hier auf regionaler oder lokaler Ebene nicht ausreichend verwirklicht werden? Antwort: Nichts. Die deutschen Arbeitsagenturen und Sozialämter können das vor Ort nicht nur besser, sondern haben für soziale Belange bereits ein eigenes nationales Budget. Investitionsförderung. Was ist hier das Ziel? Ist man wirklich der Meinung, dass die Technokraten in Brüssel besser entscheiden können, welche Projekte und Technologien gefördert werden sollen, als Unternehmen oder nationale Förderbanken? EU-Regionalförderung, ein Fiasko, ein einziges Korruptionsprogramm für Ost- und Südeuropa, ein Durchlauferhitzer für Bauruinen, Bürokratie und Beschäftigungstherapie ohne belegbaren Mehrwert. EU-Landwirtschaftspolitik, Protektionismus in Reinform, der sich in Zöllen auf 2/3 aller Agrargüter niederschlägt und damit zu höheren Lebensmittelpreisen, worunter vor allem sozial schwache Familien leiden. In all diesen Punkten werden die Dinge durch das Eingreifen der EU nicht besser, nein, sie werden sogar schlechter. Aber wenn das alles nicht funktioniert, warum machen wir es dann? Warum holen wir die Programme nicht zurück auf die einzelstaatliche, die nationale Ebene? Die Antwort, meine Damen und Herren, mag vielleicht unangenehm sein, aber bei Lichte betrachtet geht es eben nicht um Verbesserung, sondern um Macht, um die Gründung eines europäischen Superstaats, um Zentralismus, um Einfluss und Kontrolle, um die Bereicherung der Politikerkaste und ihrer Günstlinge. Und wenn Sie das nicht glauben, dann studieren Sie einfach die Geschichte der Euro-Einführung und wie Frankreich die Bundesregierung erpresste. Wenn ihr die Wiedervereinigung wollt, dann nehmen wir euch die D-Mark. Mit katastrophalen Folgen, wie die Eurokrise seit fast 10 Jahren mit ihren vielen sogenannten Rettungspaketen belegt. Wissen Sie, es ist eines der großen Missverständnisse der Geschichte, dass Menschen immer wieder glauben, man könne durch Zentralismus und Planwirtschaft den Wohlstand fördern. Das Gegenteil ist der Fall. Der sozialistische Traum, mit dem Sie, die Grünen, die Linken, die SPD und nun nicht zuletzt Sie, die Merkel, CDU, CSU und Macron, die Menschen ködern wollen. Die Idee vom starken und guten Zentralstaat hat in der Geschichte immer zur Knechtschaft geführt, niemals zur Freiheit. Am Ende der Zentralisierung stand immer Regulierung, Bevormundung, Zensur und vor allem die Verarmung der Massen, während die Funktionseliten auf Kosten der einfachen Leute in Saus und Braus leben. Bei von Mises und Hayek ist das gut beschrieben, oder bei Roland Bader. Er prophezeite bereits 1993 in seinem Buch Die Euro-Katastrophe, das Sozialeuropa der Gleichheitsfanatiker wird sich zum Klüngel, Erpressungs- und Ausbeutungskontinent mausern, zu einer Umverteilungs- und Verschiebegemeinschaft von welthistorischer Singularität. Den Gegenentwurf, meine Damen und Herren, haben Sie hier vor sich. Einen Gegenentwurf, der sich von EU-Großmachtfantasien freimacht, die unter EU-Romantikern auch hier in diesem Hause so weit verbreitet sind. Ein Entwurf
für ein Europa der Freiheit. Und daher mein Appell, folgen Sie unserem Antrag, lassen Sie uns die EU wieder auf ein menschliches Maß zurückführen, zum Wohle der Bürger und zum Wohle Europas. Dankeschön. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie viel Geld die EU künftig ausgeben soll oder darf. Wir haben jetzt die Position der AfD gehört und die Debatte beginnt ja jetzt erst über das Budget, über den Haushalt der Europäischen Union. Darüber wird ja auch bald wieder verhandelt werden. Und wir hören jetzt für die Unionsfraktion Uwe Feiler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nächste Woche wird das Europäische Parlament gewählt. Zu der Frage, ob Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll, stand in diesem Wahlomat, den man ja nutzen kann, bei der AfD zunächst das Votum "Ich stimme zu". Später hat die AfD das auf neutral geändert. Das ist für mich nichts anderes als Wahlpopulismus in reinster Feinkultur. Kurz vor der Europawahl, meine Damen und Herren, ist nämlich die Zustimmung zur EU in Deutschland noch gewachsen. Nach einer aktuellen Umfrage sind 63% der Deutschen sicher, dass es Deutschland ohne die Europäische Union schlechter gehen würde. Was macht also die AfD? Sie gibt sich schon fast proeuropäisch. Der Antrag, den wir jetzt hier beraten, zeigt aber mehr als deutlich, dass die AfD die Europäische Union am liebsten abschaffen will. Denn was sollte noch übrig bleiben, wenn man die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Agrarpolitik, die Wirtschafts- und Reformpolitik sowie die europäische Förderung abschaffen würde? Faktisch würde es dann keine Union mehr geben. Und darum geht es doch der AfD, meine Damen und Herren, um nichts anderes. Wenn wir wollen, dass die EU ein Global Player bleibt, dann braucht sie einen zukunftsausgerichteten Haushalt. Dafür muss der Haushalt mit entsprechenden Mitteln ausgestattet sein. Es kostet Geld, ja, so ist es nun mal. Und deswegen müssen wir dabei die finanziellen Belastungen für die Mitgliedstaaten im Blick behalten. Das ist schließlich das Geld der Bürgerinnen und Bürger, nicht nur unseres Landes, sondern der gesamten Europäischen Union. Aus diesem Grund setzt sich die CDU/CSU dafür ein, dass eine ausgewogene Lastenverteilung unter den Mitgliedstaaten gewährleistet wird. Deswegen soll auch die Vergabe von EU-Geldern an die Umsetzung nationaler Reformen geknüpft werden. Damit wir handlungsfähig und wettbewerbsfähig bleiben, brauchen wir auch Investitionen. Und die AfD will alles streichen, was nur Sinn macht. Das ist unverantwortlich und gegen die Interessen unseres Landes. Im Rahmen des Programms Digitales Europa sollen Fördermittel für Projekte in sehr wichtigen Bereichen bereitgestellt werden. Die Digitalisierung, meine Damen und Herren, macht nicht vor Staatsgrenzen Halt. Auch die Cyberkriminalität agiert grenzüberschreitend. Digitale Angebote und Systeme müssen also europaweit harmonisiert werden. Nur zusammen bleiben wir wettbewerbsfähig und können uns gegen den USA, gegen China und auch gegen Russland behaupten. Auch nur so können wir gegen unfaire Praktiken und Sicherheitsrisiken vorgehen und die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger effektiv schützen. Die digitale Gesellschaft der Zukunft kann nur made in Europe sein, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. In Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik können wir nur zusammen handlungsfähig im Verhältnis zu wichtigen Ländern und Regionen der Welt sein. Die steigende Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung im Mittleren Osten, die Krisen an der Peripherie Europas zeigen deutlich, dass die Europäische Union verteidigungspolitisch noch handlungsfähiger werden muss. Das sind die neuen Herausforderungen unserer Zeit, denen wir uns nur gemeinsam mit unseren europäischen Partnern stellen können. Ob es heutzutage noch gerechtfertigt ist, die Gelder für Agrar- und Kohäsionspolitik in gleicher Höhe auszugeben, darüber kann man sicher diskutieren. Aber eines sage ich Ihnen auch, meine Damen und Herren, wir brauchen vitale ländliche Räume, wir brauchen wettbewerbsfähige Regionen, darunter auch starke Grenzregionen. Und als Brandenburger weiß ich da sehr genau, wovon ich rede. Das Land Brandenburg hat nur in den letzten beiden Förderperioden insgesamt mehr als 5,5 Milliarden Euro aus den Förderfonds erhalten. Den Strukturwandel könnte Brandenburg nicht so erfolgreich meistern, wenn es nicht durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt worden wäre. In der aktuellen Euroförderperiode haben wir aus dem EFRE fast 850 Millionen Euro bekommen. Aber auch Horizont 2020, aus dem Horizont Europa wird,
der EFSI, der den wesentlichen Teil von InvestEU bildet. Das sind doch alles sehr erfolgreiche Programme, die den Menschen in Deutschland spürbaren Mehrwert bringen. Was haben Sie eigentlich gegen Erfolge einzuwenden, meine Damen und Herren von der AfD? Die CDU-CSU-Fraktion weiß, dass Erfolge nicht verspielt werden dürfen. Deswegen lehnen wir den vorliegenden Antrag mit aller Deutlichkeit ab. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Die AfD will, dass Deutschland alles alleine und für sich regelt. Wir als CDU-CSU-Fraktion erkennen, dass nur wenn wir als Europäer zusammenstehen, nur wenn wir unsere wirtschaftlichen Kräfte bündeln, können wir im globalen Wettbewerb bestehen. Letztlich, meine Damen und Herren, ist es wie beim Fußball. Die stärkste Mannschaft gewinnt das Turnier, nicht der beste Spieler. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Gerald Ulrich. Ach Quatsch, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade überlegt, wer morgen die beste Mannschaft ist, aber das ist ein anderes Thema. So, vielen Dank, Uwe Feiler. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Gerald Ulrich. Genau, da ist er, der nächste Redner für die FDP, Gerald Ulrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Heute Morgen habe ich wie fast immer früh das MoMa-Morgenmagazin geschaut. Zu Gast war Herr Meuthen, der AfD-Spitzenkandidat für Europa. Die erste Frage beim Interview: Was halten Sie für die größte Errungenschaft der EU? Die Antwort von Herrn Meuthen: den gemeinsamen Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Wenn ich das nicht wirklich gehört hätte, ich würde es nicht glauben, wenn mir es einer erzählt. Ich dachte, mich lauste Affe. Zu Hause prangen von jedem zweiten Lichtmast die Plakate der AfD mit dem Ruf nach Grenzen sichern, Grenzen sofort schließen. Und Herr Meuthen sagt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Meine Damen und Herren von der AfD, was ist eigentlich los bei Ihnen? Hat Ihr Spitzenkandidat Kreide gefressen? Oder hängt Ihre Fraktion in der Schnittchenskandalblase fest, ohne zu merken, dass sich die Welt da draußen weitergedreht hat, auch ohne Sie hier drinnen? Die Europakandidaten der FDP vertreten das Europawahlprogramm der FDP. Bei der AfD scheint das nicht der Fall zu sein. Und ganz ähnlich sieht es übrigens auch bei der CDU aus, wenn ich darüber nachdenke, was dort der Spitzenkandidat zu Nord Stream 2 sagt. Aber nun konkret zu Ihrem Antrag. Darin wimmelt es nur so von Fake News, Fehleinschätzungen und Forderungen, die genau die deutschen Interessen gefährden, die der Antrag zu schützen vorgibt. Gleich zu Beginn behauptet die AfD, dass die Verträge von Maastricht und Lissabon eine Vorfestlegung auf die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa enthielten. Das ist komplett falsch. In der Präambel des EU-Vertrages steht Schaffung einer immer engeren Union entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip. Die AfD fordert, den EU-Haushalt um 80% zu kürzen. Um 80%. Die AfD verspricht viel Geld für deutsche Programme, die EU-Programme ersetzen sollen. Dabei soll angeblich sogar noch Geld übrig bleiben. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern, Boris Johnson muss sich am Donnerstag in einem Strafprozess für seine berühmte Lüge verantworten, dass nach dem Brexit 350 Millionen Pfund pro Woche mehr für das nationale Gesundheitssystem zur Verfügung stünden. Die AfD sollte aufpassen, dass sie nicht das gleiche Schicksal wie Boris Johnson erleidet. Die AfD fordert, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu streichen, den Freihandel innerhalb der EU aber weiter beizubehalten. Meine Damen und Herren von der AfD, man lernt schon im ersten Semester VWL, dass der Freihandel genau nur dann Gewinn für alle Menschen bringt, wenn durch eine strukturierte Schaffung einer Infrastruktur auch wieder neue und effektive Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Mitgliedstaaten mit einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit haben schließlich dem Freihandel innerhalb der EU nur im Paket mit der Kohäsion zugestimmt. Eine Abschaffung dieser Investitionen in Bildung und Infrastruktur, wie die AfD sie fordert, würde wohl den Aufstand vieler Mitgliedstaaten gegen den Freihandel zur Folge haben. Also funktioniert der Binnenmarkt, so wie wir ihn haben, nur durch und mit der Kohäsion. Die AfD lehnt ab, dass wir mit PESCO die enormen Skalenerträge gemeinsamer Wehrforschung und Beschaffung ernten. Die AfD schadet hier dem Steuerzahler. Die vielen anderen Programme hat mein Vorredner schon benannt.
Er hat auch ihren Sinn benannt und er hat diesen Sinn auch richtig benannt. Ich muss das nicht ein zweites Mal tun. Ich möchte nur zusammenfassend noch einmal sagen, dass der AfD-Antrag einzig und allein auf die Abschaffung der EU abzielt und dass offenbar schon erster Zersatz in Ihrer Partei vorliegt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Gerald Ulrich. Nächster Redner hier in der Aussprache wird sein der Abgeordnete Christian Petri für die SPD-Fraktion, deren europapolitischer Sprecher. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut und schön, dass wir heute auch mehrere Anträge zum Thema Europa haben. Hat natürlich mit dem Wahltermin auch zu tun, dass dies geballt so der Fall ist. Der sehr entlarvende Antrag der AfD ist ja auch bewusst so gestellt. Heißt eigentlich nicht EU-Budget zum Wohle Europas kürzen. Das ist irgendwie ein quasi falscher Titel. Das heißt, die EU abschaffen. Nichts anderes ist hier gewollt. Denn wenn man sieht, wofür sie kein Geld mehr geben wollen, da ist eine lange Liste, da ist so ziemlich alles aufgeführt. Da fällt mir fast nichts mehr ein, für was sie denn überhaupt noch Geld ausgeben wollen. Also, sie sind die wirkliche europafeindliche Partei hier in diesem Parlament. Und das sollen die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das wird ja nicht reichen, nur europafeindlich zu sein. Das ist ja, Gottes Willen, das gilt bei Ihnen ja als schick. Nein, Sie säen auch Hass und Unfrieden. Und das haben Sie schon in Ihrem Antrag mit aufgeführt. Sie behaupten, es gäbe politische Konflikte und Unfrieden durch die EU. Nein, das ist durch Ihre Handlungsweisen. Wollen Sie dies produzieren? Es wird Ihnen natürlich nicht gelingen. Sie unterstellen den Staaten Ost- und Südeuropas pauschal, dass sie Korruptionsprogramme haben. Das machen Sie einfach so. Da gehen Sie über alles hinweg. Sie sind tatsächlich auch nicht mal in der Lage, halbwegs einen Ansatz für europäische Politik zu finden. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ihre weiteren Ansätze, die Sie hier drin haben, die Außen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen, nicht mehr zu finanzieren, sie nur noch national zu machen, widersprechen Sie sich ja auch noch selber. Sie wollen also Frontex nicht, wenn ich das richtig lese, sonst würden Sie ja nicht die Mittel dafür streichen wollen. Wie wollen Sie denn das, was Sie immer behaupten, die Außengrenzen zu sichern, denn dann tun? Mit deutschen Beamten, deutscher Polizei in deutscher Hoheit an den EU-Außengrenzen? Was stellen Sie sich überhaupt vor? Welchen Irrwitz treibt Sie denn, was Sie hier uns alles erzählen wollen? Das ist mehr wie blamabel. Selbstverständlich. Ja, und die Nummer mit der Wiedervereinigung der D-Mark, die war jetzt neu eben. Also das habe ich mir gehört. Also es gibt ja immer wieder neue Revolvergeschichten und dass das die Franzosen waren. Also es ist ganz interessant. Bin mal gespannt, was draus wird. Das ist also wirklich eine neue These gewesen. Die kennen wir alle noch nicht. Wird bestimmt noch ausgebaut werden. Werden wir vielleicht noch ein paar Mal hören. Also hochspannend, was Ihnen da immer wieder einfällt. Auch, dass Sie in der Singularität sich verloren haben, kenne ich von Raumschiff Enterprise, ist auch klar. Auch nicht ganz einfach. Also die AfD ist tatsächlich nicht mehr von dieser Welt. Notwendig Kollege, ist natürlich. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Malzack-Winkelmann? Nein. Die Aufgabenkritik ist natürlich notwendig, die Aufgabenerledigung und die Kontrolle ebenso. Wir wollen daher eine Stärkung der Säule der sozialen Rechte, auch eine stärkere Finanzierung. Wir wollen Bildung und Forschung selbstverständlich finanzieren auf hohem Niveau. Wir wollen Sicherheit, damit auch Frontex ausbauen. Wir haben natürlich auch die klassischen Aufgaben des Kapitalmarktes, der Bankenunion im Auge zu behalten, ist ganz wichtig für die Wirtschaftskreisläufe. Selbstverständlich die Investitionsprogramme für Beschäftigung und Wachstum. All dies sind Dinge, die wir über die Europäische Union finanzieren wollen. Das steht in unserem Programm. Das ist im mehrjährigen Finanzrahmen abzubilden. Dafür werden wir eine Diskussion führen, wie viel Geld braucht man hier. Die FDP hat schon gesagt, sie will nicht mehr geben, stellt aber immer wieder neue Forderungen auf. Das ist auch Bestandteil des Programms. Und wir werden natürlich dann die Diskussion nach der Europawahl führen. Denn dann brauchen wir ein ausreichend hohes Budget. Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, Deutschland ist zu einem höheren Beitrag bereit. Die Eigenmitteldebatte werden wir aufführen, denn es ist vollkommen klar, wir brauchen Europa. Denn wer glaubt, dass wir als Deutschland alleine die Antwort auf Globalisierung, auf Digitalisierung, auf die Anforderungen des Umweltschutzes oder des Grenzschutzes für Sicherheit ganz alleine national noch machen können, der hat wirklich keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen ein
starkes Europa. Wir brauchen ein friedliches Europa. Wir wollen ein offenes Europa. Und was wir nicht brauchen, sind solche irrwitzigen Anträge der AfD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Vielen Dank, Christian Petri. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Frau Dr. Malsack-Winkelmann. Hören Sie mich? Ja. Ich wollte eines klarstellen. Frontex wird nach den AfD-Vorstellungen nicht angetastet, soll also nicht abgeschafft werden. Und die angebliche Mehr von dieser, wer die Wiedervereinigung will, da müsst ihr die D-Mark hergeben. Ich beziehe mich ausdrücklich auf ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der dieses, ich zitiere das aus dem Buch von Professor Roland Faubel, Das Ende der EU-Romantik, und zwar hat Bezug genommen auf Richard von Weizsäcker im Interview in Hans-Ulrich Jörges. Wenn Sie Herrn Richard von Weizsäcker nicht als integer ansehen, ist das Ihr Problem. Dankeschön. Herr Petri, würden Sie antworten wollen? Also in Ihrem Antrag wollen Sie die Mittel für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik abschaffen. Lesen Sie doch einfach mal Ihren eigenen Antrag, dann sind Sie ein bisschen schlauer. Das ist das eine. Und zum anderen möchte ich wirklich hier klarstellen, dass Sie in dieser Form unseren ehemaligen Bundespräsidenten nicht in ein solches Licht richten dürfen. Dazu haben Sie nicht das Recht. Herzlichen Dank. Wenn ich das ergänzen darf, Frau Malsack-Winkelmann, wenn Sie zitieren, wäre natürlich gut zu wissen, wenn das Hohe Haus weiß, was Sie zitiert haben und woraus Sie Herrn Weizsäcker zitiert haben. So, na, das war hier wirklich nicht, wir haben es nicht verstanden. Es kam hier die Rückfrage, dass wir das, vielleicht können Sie es noch mal sagen, dann haben wir es fürs Protokoll. Zitate wurden gesammelt in dem Buch von Professor Roland Faubel, Das Ende der EU-Romantik. Und Richard von Weizsäcker wurde seinerseits wiederum zitiert, dort, ich zitiere hier wiederum, Interview. Gut, vielen Dank. Sie haben aus Richard dem Buch von Weizsäcker im Interview in Hans-Ulrich Jörges, Der Kampf um den Euro, Hamburg 1998, Seite. Moment. Seite. Nein, die Seite brauche ich nicht. Dankeschön. Aber wir haben es wirklich nicht gehört. Vielen Dank. So, nächster Redner in der Debatte, Dr. Dieter Dehm für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, die AfD fordert eine Streichorgie für den EU-Haushalt und für die EU-Bürger. Was den Konzernen hingegen nützt, das soll erhalten und auch mehr werden. Da ist im AfD-Antrag zu lesen, ich zitiere, dass bei der Strukturpolitik eher auf Steuererleichterungen für Unternehmen als auf Subventionen zu setzen sei. Mit Subventionen meint die AfD die EU-Fördergelder für Straßen, Schulen, Schwimmhallen, auch besonders im Osten unseres Landes, die damit finanziert werden. Das erkennt man immer an diesen Schildern, wo dann bei den Projekten steht, gefördert mit den Mitteln der EU. Die AfD will bei Landwirtschaft auch streichen und bei Kohäsion, zu Deutsch, bei sozialem Zusammenhalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es reicht jetzt nicht, wenn wir uns gegenseitig alle hier versichern, wie unterirdisch der AfD-Antrag ist. Nötig sind auch ein paar grundlegende Erklärungen zum Staatswesen allgemein, sei es nun zum Staatswesen EU sui generis oder zum traditionell bekannten Nationalstaat, den auch ich nicht auf den modischen Abfalleimer werfen möchte. Es gibt nämlich keine Zivilisation ohne Staatswesen und auch kein Staatswesen ohne nicht zumindest ein Minimum an Umverteilung von oben nach unten, von den Superreichen zu der breiten Mehrheit. Ansonsten würde ein Staat, dessen Bürokratie nur die Superreichen bedient, die breiten Mehrheiten und die unteren Gehaltsgruppen vor den Kopf stoßen. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir einen so großen Rückhalt für unser Grundgesetz haben und warum die EU an Rückhalt verliert. Es ist die mangelnde Sozialstaatlichkeit, worauf Gewerkschafter, Linke, Attac und viele andere immer hingewiesen haben. Artikel 14, 15 im Zentrum. Das ist der eigentliche Kern des Widerspruchs von Linken, von Gewerkschaften, übrigens auch von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer in der SPD, gegen alle Sozialkürzungen, seien sie jetzt in der EU oder in Deutschland, in Griechenland, in Portugal oder anderen Nationalstaaten. Die AfD legt mit ihrem Plädoyer
für Steuerkürzungen aber die Axt an jedes Staatswesen, an die EU und an den Nationalstaat, den Sie vorgeben, zu verteidigen. Das ist die Kernfrage. Sie sind eigentlich Gegner jeglichen zivilisierten Staatswesens. Das ist der Kern. Und darum, ja, das glaube ich, Herr Gauland, das glaube ich zutiefst. Darum auch das AfD-Bekenntnis, Herr Gauland, vom 13. Dezember 2017 hier am Mikrofon, als Sie sich hingestellt haben und tatsächlich ein Plädoyer für die Panama Papers, für die Steuerhinterzieher in den Briefkästen von Panama hier gehalten haben, mit Hilfe der Deutschen Bank. Darum auch die Bekenntnisse zu den Kürzungsorgien. Die Linke will keine EU mit mehr Konzerndienerei. Bei Ihnen wird jede Kontrolle für die Konzerne runtergefahren, weil Sie das in den großen Topf des Bürokratismus versuchen reinzuwerfen. Wir brauchen, jeder Staat braucht auch eine bürokratische Kontrolle von Konzernen und Superreichen. Denn die sind diejenigen, die sich dann auch oftmals der staatlichen Mittel bedienen. Die AfD bekennt sich in ihrem Antrag auch jetzt wieder zur NATO. Das haben Sie ja durchgesetzt auf Ihrem Parteitag, Herr Gauland, zu deutschen Rüstungskonzernen und begrüßt, ich zitiere, die militärische Mobilität. Was ist das denn anderes als den Ausbau für NATO-Panzer auch an die russische Grenze, wo Sie dann ansonsten sich dagegen äußern? Was ist das anderes, die militärische Mobilität? Was ist das anderes? Und deswegen kann ich nur sagen, die AfD verkündet dem Sozialstaat den Krieg. Wer Frieden und Sozialstaat sichern will, sollte nicht neoliberal, darf aber auf gar keinen Fall rechts wählen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dieter Dehm. Nächste Rednerin hier in der Aussprache wird sein Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, deren europapolitische Sprecherin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um mal gleich mit dieser Verschwörungstheorie anzufangen, D-Mark gegen Wiedervereinigung. Die Grundzüge des Euros wurden auf dem Gipfel im Juni 1988 in Hannover beschlossen. Meiner Kenntnis nach war das vor der Wiedervereinigung, vor dem Mauerfall. Von daher kann das schon mal gar nicht sein, was Sie hier für einen Mist wieder verzapfen. Und um es auf den Punkt zu bringen, Ihr Antrag hier ist heute einfach Irrsinn. Unsere Gesellschaften in Europa stehen vor riesigen Herausforderungen. Wir wollen das Klima retten. Wir wollen bei der Digitalisierung endlich aufholen. Und wir wollen unsere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik besser hinbekommen, um in der Welt überhaupt noch gehört zu werden. Und um diese Herausforderungen anzugehen, will die AfD den EU-Haushalt um 80% kürzen. Und ich zitiere Ihnen jetzt mal zwei Sätze aus dem Antrag. Der erste: Die Rückholung der Digitalpolitik auf die nationalstaatliche Ebene ist angemessen. Ist ja auch klar, das Internet endet ja auch an den nationalen deutschen Grenzen in Aachen, Flensburg oder Frankfurt. Oder da kann man auch eine rein nationale Digitalpolitik machen. Danke, AfD, dass Sie uns mal noch mal gezeigt haben. Zweiter Satz. Klimaschutz ist eine Irreführung der Öffentlichkeit, die dem Umweltschutz zuwiderläuft. Also in welcher Welt die AfD lebt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht auf diesem Planeten. Das ist einfach nur Verschwörungstheorie und Klimaleugnerei. Und Ihr Antrag sagt klar, wo die EU kein Geld mehr ausgeben soll. Das erlaubt mir, nochmal hier darzulegen, was es konkret bedeuten würde. Beispiel: Europäischer Sozialfonds. Da soll die EU, ging es nach der AfD, nichts mehr ausgeben. Im letzten EU-Haushalt hat Deutschland über 7 Jahre hinweg 7,5 Milliarden erhalten. Was wurde denn damit finanziert? Über 100.000 junge Menschen wurde beim Berufseinstieg geholfen. Über 20.000 Langzeitarbeitslose wurden in Jobs gebracht. Das soll es dann halt nicht mehr geben. Beispiel: Forschung und Innovation. 2014 bis 2020 gingen mehr als 4 Milliarden Euro in die deutsche Forschung und 3,5 Milliarden in die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Austausch mit ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen.
Beispiel ländlicher Raum. Sachsen-Anhalt erhielt allein in diesem Zeitraum 850 Millionen Euro für die Entwicklung im ländlichen Raum. Liebe AfD, machen Sie sich mal ehrlich, gehen Sie mal hin zu diesen Menschen, die dort leben, die davon profitiert haben, und sagen Sie ihnen, dieses Geld nehmen wir ihnen weg, das stellen wir ihnen nicht mehr zur Verfügung. Aber das trauen Sie sich nicht mal konkret zu sagen. Und weil es immer wieder auch in Ihrem Antrag drinsteht und es mich einfach so unglaublich nervt, ist dieser Mythos über die aufgeblasene EU-Verwaltung. Die Europäische Union hat rund 50.000 Mitarbeiter und kümmert sich um 500 Millionen Menschen. Die Stadt München beschäftigt ungefähr 40.000 Mitarbeiter und ist für 1,5 Millionen Menschen zuständig. Von daher hören Sie auf, immer mit diesem aufgeblasenen Verwaltungsapparat zu reden. Jetzt sind Sie zum Glück nicht an der Regierung und auch weit davon entfernt und hoffentlich für immer. Aber wir wollten, Herr Petri, Sie haben gesagt, im Koalitionsvertrag steht drin, dass wir mehr für den EU-Haushalt ausgeben wollen. Das ist auch richtig. Aber das Traurige ist, dass Herr Scholz, sobald er im Rat ist und dort redet, an den 1% festhält und eben nirgends signalisiert, dass er bereit ist, da hinauszugehen. Können Sie überall nachlesen. Das 1% ist da festgeschrieben. Und wissen Sie, wir haben immer hier im Haus die Debatte über 2% für die NATO. Hier reden wir über 1%. Und wir sagen NATO 2%, um den Frieden auf diesem Kontinent zu sichern. Die EU sichert auch diesen Frieden, und Frieden in Europa bedeutet auch immer sozialen Frieden. In diesem Sinne, machen Sie etwas für den europäischen Haushalt. Vielen Dank, Franziska. Sagt Franziska Brandner für die Grünen. Und die nächste Rednerin hier in der Aussprache zum Antrag der AfD wird sein Katrin Staffler für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich sollten wir diese Debatte ja schon in der letzten Woche führen, nämlich genau am 9. Mai, also dem Tag, an dem 69 Jahre zuvor Robert Schuman seinen Plan zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgestellt hat und damit, wie wir heute wissen, den Grundstein für die Europäische Union gelegt hat. Die Debatte hat dann aber an dem historischen Tag, fast muss man sagen, zum Glück nicht stattgefunden, weil die AfD mal wieder länger gebraucht hat, bis sie sich einig darüber waren, was als Inhalt in diesem Antrag überhaupt drinstehen soll. Ehrlich gesagt kann ich es aber gar nicht verstehen, warum es so lange gedauert hat, weil wenn man sich den Antrag der AfD anschaut, den wir jetzt heute hier vorliegen haben, dann ist er nicht nur inhaltlich schlecht recherchiert, sondern er beinhaltet auch rein gar nichts Neues. Er folgt dem altbekannten Schema, Deutschland könne allein alles besser, und die EU sollte man am liebsten einfach gleich abschaffen. Er trieft von populistischen Aussagen, und das einzige Ziel dieses Antrags ist, dass er Angst in der Bevölkerung schürt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute jetzt, wenn auch ein wenig verspätet, diese Diskussion führen können, weil es uns die Möglichkeit ist, dass wir die Dinge wieder richtigstellen. In Ihrem Antrag geht es um die Kürzung des EU-Budgets und aller EU-Förderungen. Und die AfD begründet das mit Halbwahrheiten und mit Argumenten, die überhaupt nicht mit Fakten belegbar sind. Jetzt reichen meine 4 Minuten Redezeit leider nicht aus, dass man jede einzelne dieser falschen Behauptungen richtig stellt. Deswegen würde ich mich gerne auf einen Punkt begrenzen, weil ich finde, dass der Punkt sehr plakativ zeigt, um was es eigentlich geht und wie falsch die Behauptungen sind, nämlich das Thema Forschungsförderung in der EU. In Ihrem Antrag fordern Sie unter anderem auch ausgerechnet die Mittel der EU für Forschung zu kürzen, weil durch mehr EU-Beteiligung würde, so Zitat, der Wettbewerb zwischen den nationalen Wissenschaftssystemen ausgeschaltet. Jetzt mal ganz ehrlich, so viele scheinbare Unwissenheit und Ignoranz der Fakten. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das macht mich ein Stück weit sprachlos, weil überall, wo wir hinschauen, in Deutschland, Deutsche zusammen mit europäischen Forschern arbeiten. Es gibt eine riesengroße Menge an engen Kooperationspartnerschaften zwischen den Forschungseinrichtungen überall in der EU. Und ohne die europäischen Forschungsförderungsmittel hätte es viele wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel im Bereich der Krebsforschung, im Bereich der Alzheimer-Forschung, bis heute nie gegeben. Deswegen, was lernen wir jetzt daraus? Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen mehr EU-Förderung auf der einen Seite und zwischen besserer Wissenschaft auf der anderen Seite. Wettbewerb allein schafft keine neuen Ideen, sondern nur, wenn er in Verbindung mit Kooperation stattfindet, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD.
Deshalb werden wir uns als CDU-CSU-Fraktion dafür einsetzen, dass die EU auch weiterhin ausreichend Geld für Innovationen hat, ausreichend Geld für Investitionen hat. Und abschließend möchte ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, zeigen, wie weit Sie mit Ihren Behauptungen eigentlich sich von der Realität entfernt haben. Es gab eine Halbzeitbilanz von Horizon 2020. Da lag der deutsche Anteil an den geflossenen Fördermitteln im EU-Vergleich bei 4,7 Milliarden Euro. Das sind 17,6% der gesamten Fördermittel in diesem Programm. Der deutsche Anteil bei geförderten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstigen Institutionen war bei 4,69 Milliarden Euro. Das sind 13,7%. Damit hat Deutschland mit Abstand die meisten Fördermittel aus diesem Programm Horizon 2020 europaweit erhalten. Sie sehen also, Kooperation lohnt sich für Deutschland und Kooperation lohnt sich vor allem auch finanziell. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, nur gemeinsam können wir wettbewerbsfähig auf internationaler Ebene bleiben. Deshalb sehen Sie mein T-Shirt heute bitte als Statement gemeinsam, weil nur gemeinsam können wir als Deutschland in der Welt uns behaupten. Und nur wenn wir als Europa zusammenhalten, werden wir auf der Welt auch stark sein. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Staffler. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Metin Hack-Verdi. Moin. Moin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der AfD heute macht deutlich, in unserem Land gewinnt man mit einer destruktiven Europapolitik kaum noch Stimmen. Deshalb hat die AfD ein taktisches Wendemanöver vollzogen. Deshalb haben wir heute keinen Antrag auf dem Tisch, in dem die AfD den Austritt von Deutschland aus der Europäischen Union fordert, sondern, und das ist neu, die AfD fordert nunmehr das EU-Budget um 80% zu kürzen. Ihre Forderung nach einem Dexit hat die AfD damit heimlich kassiert. Das geht sogar so weit, dass die AfD ihre Position zu einem EU-Austritt Deutschlands beim Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung nachträglich geändert hat. Dieses Wendemanöver ist nicht das Ergebnis einer besseren Einsicht, das wissen wir alle hier im Haus, nein, der tatsächliche Grund ist viel profaner. Die AfD findet kaum noch Menschen, die solche Anti-Europa-Politik zustimmen. Das steckt hinter dieser Wende. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Die Menschen in unserem Land sehen den Schaden, den die EU-Feinde im Vereinigten Königreich politisch angerichtet haben. Nigel Farage und seine Leute haben mit einer Lügenkampagne eine Mehrheit für den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union organisiert. Das versprochene Paradies nach dem Austritt findet nicht statt. Mit einem Austritt werden England, Schottland, Wales und Nordirland nicht wohlhabender, nicht bedeutender, nicht stärker, nicht mal souveräner. Das ist die Erkenntnis. Knapp 3 Jahre sind seit dem Brexit-Votum vergangen. Das Vereinigte Königreich ist noch immer Mitglied der Europäischen Union und nimmt voraussichtlich an den Wahlen zum Europäischen Parlament teil. Ich kann verstehen, dass sich die politischen Entscheidungsträger in London schwer tun, den Austritt aus der EU tatsächlich zu vollziehen. Es gibt keinen guten Ausstieg aus der Europäischen Union. Jeder Ausstieg ist auch ein Abstieg. Hinzu kommt, dass sich seit dem Brexit-Votum die Welt noch einmal kräftig verändert hat. Die Rivalität zwischen den USA und China hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Die globalen Spannungen nehmen zu. In diesen stürmischen Zeiten müssen wir gut aufgestellt sein. Russland, Iran, Klimawandel, Migration, Handel. Eine überragende Mehrheit in unserem Land weiß, wir können in dieser globalen Gemengelage unsere nationalen Interessen nur mit einem starken gemeinsamen Europa durchsetzen. Wir müssen unser gemeinsames Haus, die Europäische Union, gut vorbereiten. Die Europäische Union muss in Zukunft mehr können. Sie muss mehr Aufgaben übernehmen. Sie muss mehr leisten für ihre Mitglieder, für die Mitgliedstaaten und für jeden einzelnen Bürger. Sie muss in der Lage sein, unsere Interessen in der globalen Auseinandersetzung zu verteidigen. Grenzschutz und gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik liegen auf der Hand. Aber auch im Bereich Forschung und Entwicklung gibt es einen Mehrwert, wenn wir dies auf europäischer Ebene organisieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir technologisch von den USA oder China abgehängt werden. Dieses Mehr an Aufgaben werden wir aber nicht mit weniger Geld hinbekommen. Wir müssen aufhören, davon zu reden, dass uns die Europäische Union Geld kostet. Die EU kostet uns nicht Geld, sondern sie spart uns Geld, viel Geld. Das ist die Wahrheit. Die gemeinsame Organisation auf europäischer Ebene, das ist der Mehrwert an sich. Wir müssen aber auch in ein soziales Europa investieren.
Die Jugendarbeitslosigkeit in anderen europäischen Staaten muss uns interessieren. Die wirtschaftliche Entwicklung jedes einzelnen Mitgliedstaates betrifft uns unmittelbar. Unseren wirtschaftlichen Erfolg verdanken wir diesen Staaten in der Europäischen Union. Unser Land wird nur in einem Europa prosperieren, in dem Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in allen Mitgliedstaaten besteht. Die Investition in ein soziales Europa ist kein Selbstzweck, sondern Investition in eine bessere Zukunft, auch der Menschen in unserem Land. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine starke, eine handlungsfähige Europäische Union. Sie ist die Grundlage unserer globalen Souveränität, unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes. Deshalb ist es in unserem eigenen nationalen Interesse, dass die EU auskömmlich finanziert ist. Da wird die SPD-Fraktion den AfD-Antrag selbstverständlich ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hackwerdi. Ja, Mädchen Hackwerdi hat gesagt, Großbritannien nimmt voraussichtlich an den Wahlen zum Europäischen Parlament teil. Davon muss man wohl ausgehen, denn am Donnerstag, da beginnen ja schon die Wahlen in einzelnen Mitgliedsländern. Und Großbritannien übrigens gehört zu den ersten, die bereits am Donnerstag anfangen zu wählen, genauso wie die Niederlande übrigens. Kolleginnen und Kollegen, schauen wir uns noch mal den Titel an des vorliegenden AfD-Antrages. Lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Zum Wohle Europas. EU-Budget kürzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch. Denn das, was Sie tun, das, was Sie vorschlagen, das dient nicht dem Wohle Europas. Und ich will Ihnen anhand von einigen Beispielen zeigen, das dient vor allem nicht dem Wohle Deutschlands. Und das, was Sie an Kürzungen vorschlagen, dient nicht dem deutschen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir können uns verschiedene Projekte anschauen. Sie schlagen vor, den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU vollständig zu kürzen. Und Sie begründen das, indem Sie sagen, das basiere auf einer ideologiegetriebenen Politik, die den Interessen der europäischen Völker zuwiderlaufe. Ich sage Ihnen, das ist falsch. Denn diese Mittel, die wir für die Migration aufwenden, die dienen nicht dazu, mehr illegale Migration herbeizuführen, sondern Zuwanderung zu steuern, zu ordnen und zu begrenzen und Lasten zu teilen. Das ist im deutschen Interesse. Diese Mittel zu streichen, ist nicht im deutschen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder noch besser wird es, wenn wir uns den Fonds für das digitale Europa anschauen. Sie sagen, mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung solle die Europäische Union kein Geld mehr in die Digitalisierung investieren. Natürlich, die DSGVO ist nicht perfekt, deswegen bessern wir an manchen Stellen auch nach. Aber es ist doch unglaublich kleingeistig zu glauben, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit, die vierte industrielle Revolution durch die künstliche Intelligenz und anderes mehr, angehen können in nationalstaatlichen Lösungen. Wir müssen europäisch denken. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Wir brauchen einen europäischen Champion in der künstlichen Intelligenz. Wir brauchen ein europäisches MIT. Wir brauchen Wissenschaftszusammenarbeit und nicht Ihre Kleingeistigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weiter geht es mit der Regionalförderung der Europäischen Union. Da sieht man, in welcher Blase Sie sich bewegen, dass Sie in Ihren Wahlkreisen scheinbar nicht mit offenen Augen durch die Region gehen. Wenn wir sehen, als direkt gewählte Abgeordnete, was ESF, EFRE, andere Regionalfondsmittel bringen, dann haben wir dort konkrete Projekte. Ich denke an Anklam, die Stadt in Vorpommern, 25 Millionen aus der Regionalförderung für eine Wirtschaftsentwicklung, anderes mehr, hunderte Millionen in Ihren Wahlkreisen, und Sie reden das schlecht. Das verkennt die Dimension, die Sie eigentlich bräuchten in dieser Debatte. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gipfel ist dann der Blick auf die europäische Außenpolitik. Sie begründen, dass wir keine Mittel für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bräuchten, indem Sie sagen, die EU sei kein Staat und brauche deshalb keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist falsch. Die Europäische Union ist freilich kein Staat, aber natürlich haben wir gemeinsame europäische Interessen. Und es ist doch verrückt anzunehmen, dass wir mit China, USA, Russland, den großen Dimensionen in dieser Welt mithalten können, wenn wir nicht gemeinsame Mittel aufwenden. Und deswegen muss man sehen, Sie operieren hier mit ganz, ganz kleinem Karo. Sie argumentieren kleingeistig. Und das ist uns zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen, dass ein europäischer Mehrwert und dass europäische Investitionen nicht nur dem Wohle Europas dienen, sondern auch dem Wohle Deutschlands. Und wir achten auf deutsche Interessen. Das gelingt Ihnen mit Ihrem Antrag nicht. Wir lehnen ihn ab. Herzlichen Dank.
sagt Philipp Amthor für die Unionsfraktion. Allerdings abgestimmt wird über den AfD-Antrag, der hier dieser Debatte zugrunde lag, noch nicht. Der geht jetzt erstmal in die parlamentarische Beratung, in die Ausschüsse. Ja, es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie viel Geld die EU künftig ausgeben soll, beziehungsweise wie viel Geld die Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt leisten sollen. Die AfD hat das hier für sich niedergeschrieben, eben in diesen Antrag. Im Europawahlkampf muss man sagen, da spielen die Finanzen der Europäischen Union fast eher eine Nebenrolle. Dabei wird Geld bald das große Streitthema oder zumindest eines der Streitthemen in Europa werden nach der Wahl zum Europäischen Parlament. Denn was darf die EU kosten und wer zahlt? Nach der Europawahl wird über das neue 7-Jahres-Budget verhandelt, das dann ja ab 2021 gelten soll.